Ja, Freunde, ein wunderschönes Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Cry of Fear. Ihr seht, wir sind immer noch hier im blöden U-Bahn-Tunnel hier und es geht darum, wir zu überleben immer noch. Das Problem ist gerade nur, meine Beleuchtung ist hier gerade echt so blöd, dass ich echt gerade nicht so richtig hier sehe. Und auch vergessen habe, woran wir das letzte Mal gestorben sind. Aua! Ach, daran. Ich weiß gar nicht, müssen wir vor dem Vieh weglaufen oder wie ist das jetzt? Wahrscheinlich können wir doch gar nicht rennen, oder? Okay. Okay, wir müssen nicht da hinten lang. Okay, ich verstehe. Wenn wir wahrscheinlich ja. Weiß ich auch noch nicht. Ich probiere mal was aus, gucken, was klappt. Ihr müsst gedulden, halt. Ich hab selbst keine Ahnung. Haha, okay, gut. Oder um. Und wieder geht's ins Dunkle. Na toll. Ich mag jetzt hier nicht irgendwie gerade rumlaufen. Also. Ich kenne mein Glück, ich falle ganz gerne mal irgendwo runter. Alter! Wir machen es früh am Morgen. Herr Bisch, Zipper, du ziehst viel Klatscher. Okay. Ihr müsst aber lernen, dass es echt noch ein paar Mal passiert hier, ne? Also ich hab auch irgendwie lang müssen, wie es funktioniert. Das wissen wir jetzt mittlerweile. Was wir noch nicht wissen ist, wie wir es am besten hinkriegen wollen.
Lass uns doch mal durchfahren. Aber wenn ich es hier in Ruhezeit hier hochzukommen, dann brauchen wir uns nicht irgendwie abhetzen oder so. Man die Flair an, so. Flair mitnehmen. Der Trampelkopf, jetzt kommt dieser Lilator. Droppen wir die Flare. Ja, wir haben daneben geworfen. Ich wollte ja eigentlich auf diese Kante werfen. War ja eigentlich mein Plan. Und jetzt am Ende von diesem Tunnel kommt halt ein Vieh hoch, das weiß ich auch noch. Es ist echt nur beim ersten Mal schreckhaft, aber nur weil dieser Jumpscare echt böse gesetzt ist. Der Zug kommt von da. Du siehst ja echt nichts, ne? Das ist echt schlimm. Boah, Alter. Ich ahne, dass wir, wenn wir jetzt hier rauskommen. Na, falsche Richtung. Okay, wir gehen doch mal nach links, okay? Wir gehen nach links. Merken wir uns links, okay. Wir packen das schon noch. Und wir kriegen das irgendwie hin. Hoffe ich doch mal. Haha. Okay, das war gerade ein Soundbug, aber richtig böse. Ich hoffe, der ist in der Aufnahme nicht drin. Ihr braucht nur zuzugucken. Ich muss es spielen, das ist viel schlimmer. Ah, komm hoch, du Kackvieh. Mutti, bist du das? Oh, ich habe gedacht, wir gehen nach links, ne? Eine Tür. Hey. Oh nö, ich ahne Bosskampf. Ich ahne Bosskampf und das ist gerade ungünstig, weil ich hier nicht speichern kann.
Machen wir auch gleich. Ich will erst mal gucken, ob ich hier irgendwo hinten was finde noch. Ich hab mir ja Glück, dass man doch irgendwo noch was findet, was irgendwo rumliegt oder so, was man nutzen kann oder so, ne? Und von daher gehe ich lieber dem ganzen Spiel nach und guck mal, ob ich irgendwas finden kann. Man weiß ja nie, also. The Mod Team, okay? Ja, so geht's manchmal auch bei Brummer im Chat. Ja, richtig den Kopf weggeschossen, ne? Hallo, Heilung oder sowas? Wäre schön. Haben wir noch was da? Nee, ne? Heilungsmäßig? Schlecht aus. Okay, du darfst nicht mehr in den Bereich da hinten rein. Okay. Gut. Jetzt wird er wirklich verbalisiert, indem er einfach eine Sperre reinbaut oder schon von wegen. Nein, nein, die darf da nicht hin. Machen wir Rolltreppe. Speichern! Hallo? Wieso macht er das? Welche Schüssel am Boden? Wer hat einfach reingelassen? Ich nehme ihn besser mit. Ja, mach ich auch. Inventory full, ja. A battery from my phone. Okay, cool. Ja, aber die hat halt noch Schuss und das ist halt doch irgendwo besser und ich habe keine Ahnung. Aber die brauche ich jetzt hier nicht mehr, ne? Heilen erstmal. Jetzt können wir uns mitnehmen, jetzt haben wir wieder ein bisschen Platz. das war genau. Deswegen. Speichern wir. Speichern ist ganz wichtig, das wissen wir. You need to place the fuse order. Okay. Wir machen es mal anders, warte mal. Und zwar gehen wir erstmal mit. It's impossible. Okay. Ach. So. Wir haben einen Schlüssel, okay.
Ich ahnte sowas noch. Noch ein Vieh. Hallo. Mitteltaste, alles klar, gut, okay. Ist ja Krach hier, ne? Oh, laute Rolltreppen hier, wir sollten sie echt mal in die Wartung schicken. Und birscht. Okay, hier kommen wir gerade erstmal raus, aber warum auch immer ich hier raus muss. Es steht ja nirgendwo. Es ist halt so. Keine Ahnung, na gut. Ja, nein, so rum würde ich sagen. Hallo? So rum, so. Mir graut's ein bisschen vor dem, was jetzt kommen könnte, ne? Und ich hatte sogar recht, dass mir voller graut.